In der Nacht zum Montag in der vergangenen Woche ereignete sich im vogtländischen Neumark ein Lagerhallenbrand. Die Brandbekämpfung gestaltete sich sehr schwierig, weshalb die angrenzende Straße auch bis zum Dienstag gesperrt bleiben musste. Nun gibt es neue Erkenntnisse zum Fall. In der Halle gelagert waren hauptsächlich Strohballen und landwirtschaftliche Maschinen. In der Nacht zum Montag, den 4.11., kam es zum Brandausbruch einer landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle in Neumark auf der Oberneumarker Straße. Um 1.53 Uhr wurde das Ganze Polizei bekannt. Zum Einsatz kamen die Feuerwehren aus den umliegenden Ortslagen, die mit 90 Kameraden der Feuerwehr und 20 Fahrzeugen zum Einsatz kamen. Die Feuerwehr war dann auch die komplette Nacht und die Tagstunden im Einsatz und hatte auch die folgende Nacht noch in Zusammenarbeit mit dem THW eine Brandwache gestellt. Und die Oberneumarker Straße war noch bis zum Dienstagnachmittag voll gesperrt für die Einsatzmaßnahmen vor Ort. Bereits am Morgen des 4.11. wurde geprüft, wie es zu dem Brand kommen konnte. Die Kollegen der Brandursachenermittlung kamen dann direkt am Montagmorgen mit zum Einsatz, hatten dann auch die komplette Woche vor Ort ihren Einsatz, haben ermittelt und der Sachschaden wird derzeit auf 1,5 Millionen Euro geschätzt. Der Besitzer der Scheune, Daniel S., ist sich sicher, dass es sich um Brandstiftung handelt. Er habe über eine Wildkamera ein Signal auf seinem Handy erhalten und sofort nachgeschaut. Dabei hat er eine flüchtende Person festgestellt und verfolgt. Anschließend stand die Halle in Flammen. Auch ein Schriftzug stand seit einiger Zeit an der Scheunenwand: Stoppt die Windräder oder ihr brennt. Er selbst versichert jedoch damit, überhaupt nichts zu tun zu haben. Kurz nach dem Brand tauchten die Fotos der Wildkamera im Netz auf, die den vermeintlichen Brandstifter zeigen sollten. Kann die Polizei dies bestätigen? Also der Stand ist derzeit, dass man von Brandstiftung ausgeht. Allerdings sind die Ermittlungen, auch die Nacharbeit der Ermittlungen in Bezug auf die Brandursachenermittler natürlich noch nicht komplett abgeschlossen. Vor Ort auf der landwirtschaftlich genutzten Lagerhalle wurde ein Graffito angebracht. Ein ähnliches Graffito wurde ebenfalls in der Ortslage Neumark am Kirschplatz angebracht. Ähnliche Bestandteile, das wird in die Ermittlungen mit eingepflegt, aber wir haben Kenntnis davon und prüfen natürlich in alle Richtungen. Auch Neumarks Bürgermeister Sven Köpp zeigte sich schockiert über den Vorfall in seiner Gemeinde. Es ging los, dass kurz nach 2 Uhr in der Nacht die Sirenen losgingen von der Feuerwehr. Und ich da schon gedacht habe, oh, das könnte was Größeres sein. Und lag dann eigentlich auch schon wach im Bett und habe eigentlich nur noch auf den Anruf der Feuerwehr gewartet. Und 3 Uhr ungefähr hat dann die Feuerwehr bei mir angerufen und hat mir berichtet, dass es einen Großbrand gibt. Und dann habe ich mich in meine Sachen geworfen und bin direkt zur Brandstelle gefahren. Also ich war dann so ca. 3.20 Uhr, 3.30 Uhr vor Ort, konnte mir dann ein Bild machen von der Arbeit der Feuerwehrleute und von dem verheerenden Ausmaß des Feuers. Tatsächlich habe ich ihn am Boden zerstört erlebt in den ersten 2-3 Tagen. Ich hatte jetzt auch 2 Tage keinen Kontakt mehr oder 3 Tage keinen Kontakt mehr mit ihm. Ich weiß nicht, ob es ihm jetzt ein bisschen besser geht, aber ja, man kann sich das vorstellen, wenn dann Schaden von über 1 Million, 1,5 Millionen ist zurzeit die Rede, dort im Raum steht. Das ist natürlich für ihn ein Riesenproblem und nicht nur für ihn, auch für seine Familie, die er da auch mit dranhängt an dem Betrieb. Also für den Besitzer ist es tatsächlich existenzgefährdend. Es ist eine große Lagerhalle abgebrannt mit eigentlichem Futter für seine Tiere für den ganzen Winter und das ist ein Riesenproblem für ihn. Die Halle war tatsächlich gerade erst fertig. Die hat ja vor 3 Jahren schon mal gebrannt. Die ist vor 3 Jahren schon mal niedergebrannt und ist neu gemacht worden mit Photovoltaik. Ja, und jetzt liegt sie wieder in Schutt und Asche. Wie gesagt, es war eine absolute Materialschlacht dort oben, wie man so schön sagt. Wir haben da 3 Teiche fast leer gepumpt und es waren ja auch viele umliegenden Feuerwehren mit dem Einsatz, bei denen ich mich auch
an dieser Stelle nochmal recht herzlich bedanken möchte für Ihren Einsatz. Und das war wirklich ein ganz tolles Zusammenarbeiten zwischen den Feuerwehren, DRK, THW, wer da noch alles beteiligt war, Polizei. Das war toll, wenn der Anlass nicht so traurig gewesen wäre. Unterstützung ist in so einem Fall immens wichtig. Das dachte sich auch Bürgermeister Köpp und initiierte im Rathaus einen Spendenaufruf. Ja, ich habe an dem Tag auch schon mit dem Landwirt sprechen können. Wir waren natürlich zutiefst betroffen. Wir hatten dann hinterher nochmal einen Kontakt, gerade mit seiner Familie. Und ja, da sind dann so die ersten Sachen dann gekommen. Wie können wir helfen, was kann man machen, um ihn zu unterstützen. Also wir als Kommune haben dann natürlich immer Probleme, dort zu unterstützen, haben aber gesagt, wir können auf einfachsten Wege ein Spendenkonto einrichten. Na, wir sind auch von Bürgern angesprochen worden, wohin sie mit ihren Spenden gehen könnten und so weiter. Und da haben wir gesagt, okay, wir richten ein Spendenkonto ein, wo die Bürger ihre Spenden einzahlen können und dann den Landwirt unterstützen können. Also ihm geht es jetzt erstmal darum, um das Futter für den Winter, ne, für die Tiere. Das ist tatsächlich ganz wichtig. Dort haben also auch schon Landwirte aus der Umgebung sich bei ihm gemeldet, die ihn dort gerne unterstützen möchten, dass er da mit seinen Tieren über den Winter kommt. Und ich sage mal, das ist erstmal die Hauptsache, was wir jetzt erstmal abdecken müssen, und alles andere wird sich dann ergeben. Ist ja dann auch eine versicherungstechnische Frage, wie es dann dort weitergeht in dem Landwirtschaftsbetrieb. Ja, also die Spenden gehen direkt 1:1 an die Familie Säumel, und die werden dann dort davon die notwendigsten Anschaffungen jetzt gerade für die Tiere, dass sie über den Winter kommen, gemacht werden. Im Ort werden jetzt vermehrt Maßnahmen zum Schutz der Bevölkerung durchgeführt. Die Angst oder die Sorge geht natürlich um, ne? Und die Landwirte haben sicherlich auch die ein oder andere unruhige Nacht. Wir versuchen tatsächlich alles jetzt mit der Polizei, mit Streifendienst und so weiter, dort da ein bisschen Beruhigung reinzubringen. Schöner wäre es natürlich, wenn der Täter gefasst werden würde. Das würde natürlich die Landwirte viel mehr beruhigen. Dann bleibt zu hoffen, dass der Täter gefasst werden kann und wieder Ruhe in Neumark einzieht.